Servusle, das immer wieder. Oh, ich muss das rausmachen, habe ich schon mal falsch gemacht. Jo, was ein Trip, ne? Ich habe schon mal ein bisschen ausgeräumt und umgeräumt. Und hier zufällig habe ich so ein Pirscherei gefunden auf dem Weg, nachdem ich 10-mal die Schlucht abgefahren bin. Ich will dem Sörrel da hinten eins reintun, dass er nicht so allein ist. Dass er nicht so allein ist. Guck mal hier auch. Hier müssen wir eigentlich auch mal wieder was pflanzen. So. Ja, hallo. Wir haben gleich noch eine Handvoll Augenfische hier raus. Die vermehren sich ja sowieso wieder. So, ne, dann ist das Sörrel nicht alleine. Und dann ist das Becken hier meiner Meinung nach auch fertig. So, dann gehen wir die Augenfische aussetzen. Dann würde ich kurz da hinten so einen Tisch bauen, dass wir die Sachen mal draufstellen, die wir da so ergattert haben. Und dann gehen wir nochmal hinter. Dann muss ja das Poster noch holen. Und den Teddybär. Jo. Ja, und danke für die super coolen Hinweise bezüglich Energie und was ich mit meinem Rohr so in meiner Base anstellen kann. Also mit diesem hier. Da kommen wir auch noch irgendwann dazu. Es sind also unheimlich viele Dinge, die noch offen sind. Aber es rennt ja nichts weg. Denke ich. So, jetzt hauen wir die Augenfische hier raus. So, viel Spaß in der Freiheit, meine Freunde. Das ist das reinste Augenfischgebiet hier schon, ne? Ich muss beim Reinfahren mit der Motte immer aufpassen, dass ich da niemand über den Haufen fahre. Ja, ich kann mal kurz gucken, ob wir soweit jetzt alles haben. Wie gesagt, ich habe jetzt nicht viel vorbereitet. Einen Fisch habe ich gemacht. Hier, ne, wieder so ein Blasenfisch. Das habe ich das letzte Mal gar nicht mitgekriegt, dass wir ein Signal bekommen haben. Das müssen wir uns auch mal noch irgendwann anschauen. Hier, die Teile sind da, Batterien sind drin. Und da drüben müsste noch Wasser sein. Eins. Ein Wasser, ein toter Löscher. Hä? War das denn hier gerade drin? Hier ist noch ein Wasser und noch was zum Essen. Und Batterien, genau. Da haben wir das soweit. Ich habe jetzt eigentlich nur kurz vom Cyril, seinem alten Schrottplatz da unten, Titan geholt. Was ist, was guckst du denn so traurig? Wo sind deine grünen Freunde? Da sind sie doch. Das ganze Meer ist voll, Alter. Spiel. So, jetzt will ich da hinten geschwind so ein Teil dahin bauen mal. Ha, eigentlich ist es wurscht, wo wir es hinbauen. Ich habe mir gedacht, wir bauen diesen Laborschalter und da stellen wir das drauf, wenn das geht. Wenn das geht. Den setzen wir natürlich hier vor das Fenster. Ja, ein bisschen vor, dass man hinten rum kann. So. Wow, ist der stylisch. Na, wenigstens kann man hinten rum, wie ich es gedacht habe. Ah ja, was ich auch noch davor setzen wollte. War so eine Bank, will ich mal bauen. Kann man ja wieder abbauen, ne? Wenn es stört. Kann ich da jetzt hinsitzen? Pack das mal weg, sonst. Hey, yo. Ja, aber ist okay. Ich will ja nicht an den Schalter sitzen. Wo das vielleicht auch noch geht. Hey, yo. Endorphin? Endorphin Levels? Low? Consider talking about playing game or taking a seat? Ja, ist doch geil, ist doch cool. Wie sieht das von vorne aus? Ist halt Spielerei, ne? Jo, aber dafür ist das Zeug ja da. Bisschen krumm? Okay, jetzt pass mal auf, ob wir die Sachen da hinstellen können. Hier die Behälterlen. Die Laborausrüstung wollte ich stellen. Das habe ich mal hier reingelegt, weil die Modde ja erstmal mit Modulen voll war, glaube ich, ne? So, großer Moment. Hallo, kann man es hinsetzen? Ein bisschen debil gerade, gell? Verzeihung. So, pass auf. Habt ihr das auch gesehen da hinten? Da war gerade ein Riesenarm. Das Update ist noch nicht da. So. Ja, ganz so blöd brauchst du nicht hinstellen, Wouch. Vielleicht doch gerade. So, was haben wir denn noch gehabt? Ist das eigentlich auch so zum Hinstellen nur gedacht? Wo denn? Der ist größer als ich dachte. Ha ja, komm einfach mal hin. Hallo Augenfisch. Hat uns gerade gezeigt, dass er blind schwimmen kann. Huch.
Ja, ich will jetzt hier auch nicht 10 Minuten. Ich bin gleich fertig. Ich bin gleich fertig. Es muss halt schön sein. Da draußen stimmt was nicht. Da muss ich gleich gucken. Irgendwas habe ich das Gefühl, da stimmt was nicht. Ja, setz das mal hier so ab. Und dann machst du die zweite Glaskaraffe da noch dazu. Halt alles auf einem Tisch, ne? Aber ist okay, wir arbeiten ja eh nicht damit. So, Mister. Glaskaraffe. So, alles klar. Super. Unsere ersten Errungenschaften. Alles klar, hier haben wir noch ein bisschen Feuerlöschermaterial drin. Einen habe ich noch gesehen unter Wasser. Wenn wir da jetzt eh gleich hingehen, dann ziehen wir uns das vielleicht noch kurz rein. Jetzt pass mal auf. War der auf dem Platz hier? Nee, ne, der war auf dem Kopfplatz. Können wir natürlich in der Aurora da nicht bedienen. Aber ich tue das mal weg. Ich pack das mal in Alien rein. In die Motte, in der Annie. Hallo, Fischje. Pass mal auf. Opa, Stoß. Ich pack. Was war das für ein Arm? Vielleicht habe ich aber auch einen Sichtfehler gehabt. Aufnahme läuft, ja. Super. Passt auf, ich will das Signal loswerden, damit wir mal ein bisschen Übersicht bekommen. Da war doch das zweite Signal. War es auf der anderen Seite? Und dann gehen wir rüber und gehen links den Gang hoch, ne? Im Braun, Raum. Würde ich sagen. Jetzt bloß nicht den Fisch essen, sonst musst du noch einen holen. So. Alles klar. Dann machen wir uns auch gleich auf den Weg. Das kann man eigentlich jetzt schon mal hier drin lassen. Die zwei Titanräume jetzt mal hier rein. Ich gehe mal davon aus, dass wir jetzt nicht mehr so viel finden. Guckt ihr das mal an eigentlich? Seht ihr das? Wie viele Augen hier? Die Base der 1000 Augen. So, wir probieren rüber zu kommen. Machen wir hier mal Speicher kurz. Wo habe ich den Arm gesehen? Das war aus dem Fenster. Ich muss aufpassen, dass ich die nicht tot fahre, die Kerle. Ja, komm, gehen wir mal aus der Bahn, Alterle. Guck. Das sieht doch voll aus, wie wenn da jemand wohnt. Hier hinten habe ich einen Arm gesehen, und zwar einen ziemlich fettgroßen. Vielleicht habe ich mich auch getäuscht. Ich bin gerade total vorsichtig, weil das war dann, wenn das ein Arm war von einem Tier, dann war es ein ziemlich großes Tier. So. Aber ich. Habt ihr das gehört? Der ist gerade. Oh. Trinken, alles klar. Ah, wir können doch an der Base Melone essen. An der Aurora Base. Das schaffen wir bis dahin. Da ist gerade ein Kracher explodiert irgendwie. Ich frage mich natürlich, was da passiert, dass der allein explodiert. Wenn jetzt hier so ein gigantischer Tintenfisch auftaucht, drehe ich durch. Wir wollen doch nur ein bisschen Spaß. Kommt der große Tinten. Oh, es hängt. Kurzer Moment. Hier mache ich immer, das ist mein Trick. Dann brauche ich nicht jedes Mal die Ordner. Weil jetzt starten wir dann immer hier. Irgendwas passt doch da nicht, oder? Das sind die Wale. Mit den Walen komme ich zurecht. Nee, scheint eine Illusion gewesen zu sein, Wautsch. Okay, da vorne ist es. So, da gehen wir jetzt kurz noch rein. Wir kennen ja eigentlich den Weg. Mein gut, klar, bei mir weiß man das nie so. Aber so in etwa. Hier, ne? Hier ist bei mir der Bug, von dem du gesprochen hast, mit dem Wasser. Habe ich hier drin. Oh, bei uns ist gerade irgendwie Action. Polizei. Feuerwehr. Die warten immer, bis ich aufnehme. Der ganze Tag ist bestimmt hier ruhig, wenn ich nicht da bin. Oh ne, oder? Da ist keine Melone mehr. Da ist keine Melone mehr. Und hier haben wir auch. Da muss ich das nächste Mal dran denken. Dass ich. Oh Gott, aber mit so wenig Gesundheit will ich los. Ah.
Ja, das machen wir einfach, oder? Schneiden. Der hat 10 Wasser gebracht damals, als ich das letzte Mal Gummibaum gegessen habe. Ja, schneiden wir uns noch ein Stück runter. Ja, und noch ein Stück. Bleib ja stehen, Alterle. Hier, da ist mal noch so eine Frucht. Da haben wir heute richtig gesund gelebt. Alles klar, so soll es so reichen. So, jetzt wird es auch hell. Ja, dann gehen wir rüber. Ich will das Stofftier. Ich bin mal gespannt, was das für eins ist. Ob es ein großes ist, ein kleines ist. Aber Stofftiere sind cool. So. Doch schon, sind cool. Ja. Hallo Aurora, Baby. Das sind wir wieder. Das sind wir wieder. Frisch und munter. Wieder Gunder. Gabriel. Wir waren das. Waren Sänger, gell? War ein alter Sänger, glaube ich. Und ein deutscher Sänger. Hey, an was erinnert mich das jetzt, dass ich das gesagt habe? Guck mal hier, ein einsamer Pirscher. Soll ich mal einen Freund für dich besorgen? So, aufpassen. Hier gibt es Reaper. Nicht so tief. Dann sollte das alles funktionieren. Jo, Aufnahme. Ich muss heute gucken. Mir ist nämlich vorhin beim Einrichten irgendwie was passiert, was sonst nicht passiert. Hat es mal aufgenommen und mal nicht. Und deswegen schaue ich da jetzt lieber einmal öfter. Okay, ich glaube, hier waren wir das letzte Mal auch. So, hier steigen wir jetzt einfach aus. Gucken nochmal, ob wir soweit alles dabei haben. Oh, wo ist denn die Maschine? Ich nehme sie trotzdem mal mit, auch wenn man hüpfen kann. Wir haben Wasser, wir haben was zum Essen. Wir nehmen noch ein Gesundheitspack hier raus. Langsam entspann dich. Nehmen wir noch eins raus, das nehmen wir gleich. Hier ist die Maschine. Batterien, 1, 2. Nehmen wir noch eine dritte Batterie mit und eine vierte. So soll's gehen. So gehen wir. So gehen wir. Das nehme ich gleich, dass wir einmal voll sind. So. Hallöle, schon lange nicht mehr gesehen, Babe. Pulskanone auf 1. Scanner auf 3. Taschenlampen haben wir jetzt 2, haben wir eine gefunden, gell? Feuerlöscher auf D4, erst der kleine Löscher. Jetzt wäre es auf die 5. Falls noch Krebse kämen. So, hier, ne, war das. Mal schauen, ob wir das zügig hinbekommen. Es geht jetzt links weiter, praktisch im Braunanzugraum auf der linken Seite. Hier habe ich noch geflucht, dass wir runter müssen. Dann waren wir hier drin. Dann sind wir durchs Geschweißte gegangen, glaube ich. Und hier war dann der Raum mit dem Typ, der gesprochen hat, ne? Ja, soweit habe ich es noch im Kopf gehabt. Und dann kurz Luft geholt. Dann sind wir wahrscheinlich hier durch. Hier runter. Und dann da hintere, ne? Und da vorne rechts. Und irgendwo habe ich hier einen Löscher gesehen. Irgendwo hatte ich hier einen Löscher gesehen. Zumindest als ich die Aufnahme kurz durchgesappt bin. Wo war denn das? Und vor allem, hier konnte ich Luft holen, da war ich noch ganz froh. Ich weiß jetzt nicht. Hier sind wir dann hier durch. Ja, da habe ich mich noch gefreut. Das sah nämlich hier aus wie ein Serverraum. Und hier war dann der Prawn Raum. Der Prawn Raum. Und ich dachte, hier habe ich einen Löscher. Da ist er. Ah, da war noch ein Löscher. Ob jetzt hier noch mehr rumliegt, wenn man richtig sucht, bestimmt, ne? Und hier habe ich dann das Gefühl gehabt, So, Alter, wie schnell wir jetzt doch dort waren, gell? Haben wir uns gut gemerkt. So, Baby. Hier war ja nix. Jetzt ist die Frage, hat er hier gemeint hüpfen? Ich glaube eher hier, ne? Wenn nicht, wir müssen nicht hüpfen. So, ich übe jetzt hier mal. Oder war es doch da drüben? Will mich ja jetzt auch nicht ganz blöd stellen, aber... Ah. Alles klar, wir sind durch. Das finde ich schon gigantisch. Wirklich, das finde ich richtig gut gemacht.
Haben wir ja so wenige. Nehmen sie ja trotzdem mit. So, Wohnräume. Wohnräume. Was haben wir hier? Ein Nährstoffblock. Den gab es ganz am Anfang im Spiel, gell? Hallo? Hallo? Ich tue mal den Scanner raus. Ich traue als manchmal nicht, ob der auch wirklich anschlägt, wie er soll. Hier ist es noch ein Nährstoffblock. Ja. Was ist mit der Kiste? Die wirkt anders. Ah, nee. Die ist nur Hochglanz. So, und hier ist jetzt nichts, oder wie? Doch. Nährstoffblöcke. Aber nicht irgendwas, was ich wieder hinstelle. Wasser. Was ist denn das für ein Hinweis, dass da so viel Wasser rumliegt? Okay. So. Gläser brauchen wir nicht, wir trinken aus der Flasche. Das kann man nicht hier mitnehmen, ne? Okay, dann haben wir diesen ersten Raum schon mal durch. Aha. Da ist das Poster. Da ist das Poster. Und ich muss pipi. Scheiße, warum jetzt auf einmal? Ich war doch gerade. Das liegt bestimmt am Alter. Gut, das interessiert euch ja wahrscheinlich jetzt nicht so. Sorry. Jetzt ist der leer, das ist natürlich super. Oh, Alterle. Müssen wir gleich mal hier ein bisschen Platz schaffen. Ey, pass mal auf. Dann schmeiße ich den raus, oder? Hat das nicht irgendwie letzten Xer, schmeißt die Dinger raus, wenn die nichts mehr sind. Alles klar, und den rüsten wir mal auf die 1. So, machen wir hier richtig schön aus alles. Ist jetzt die Frage, ob die auch ausbleiben oder ob das wieder so selbstentzündende Feuer sind. Oh Gott, hier blinkt es und so, da kann man jetzt einen ganzen Stall voll Zeug scannen hier, oder was? Scannen ist ja gut, aber Platz habe ich keinen mehr. So, pass auf, wir scannen mal, bevor die Feuer mich hier wieder... Ein Tisch, ein Stehtisch aus Glas. Das ist so geil. Wenn ich das gewusst hätte, hätte ich keinen Labortisch gebaut, ne? Alles klar, ein Stehtisch, Hammer. Gibt's noch was? Den Hammer? Ich glaube, das ist der Müller, den wir schon haben. Der kaputte Feuerlöscher von uns. Ein Verkaufsautomat, den kann man auch scannen. Ist das gut? Liegt da noch was? Ein Verkaufsautomat als Deko jetzt oder wie? Boah, was habe ich denn da jetzt gesehen? Das da? Ist das was, was man nehmen sollen, können soll? Nee. Ja, ist auch nicht schlecht, weil ich kann ja nicht alles nehmen. Einzelwandregal. Regale. Nee, oder? Das ist ja krass. Können wir voll Housing spielen jetzt? Ha ja, Regale. Das ist dann alles gedacht worden hier. Jetzt darf ich natürlich nichts vergessen. Da liegt ein PDA. Den Mülleimer Hammer. Die kann man nicht scannen hier, ne? Wollte ich nämlich schon in meiner ersten Staffel mal so ein Teil. Wo habe ich jetzt den PDA gesehen? Da auf dem Tisch. Surveillance Lock Forward Gallery. Sollen wir mal reingucken? Warning. Das haben wir, das war was anderes, das Warning-Ding, ne? Remember, your problems exist only in your head. Deine Probleme existieren nur in deinem Kopf. And you have the power to shift your perspective. Und du hast die Energie, die Power, oder du hast die Möglichkeit, deine Perspektive zu verändern. Ja, ist klar. Kommt immer auf den Blickwinkel an. Ist hier irgendwas Neues jetzt dazugekommen durch das PDA? Nö, ne? Die Regale? Wir haben's. Und noch ein Löscher. Jetzt sind wir voll, ne? Jetzt ist mit Sicherheit ist hier voll. Ein Platz haben wir noch. Eiplätzle. Ein Jack Daniels. Die Tür sieht nach Deko aus, richtig? Ah, dann sind wir den Raum auch fertig. Perfekt. Wie viele Räume kommen noch? 5. Aller gut. Schauen wir in den nächsten rein hier. Nee. Ah, muss ich gleich mal was gucken. Na, erledigt sich das blöde Nachfragen. Nee. Da muss ja was dahinter sein. Aber...
Ist das jetzt einer zum Aufschneiden oder nicht? Es sieht aber nicht so danach aus. Wo ist denn unser Schneidegerät? Ich glaube, den Beamer brauchen wir erstmal nicht mehr. Repair Tool. Hier, machen wir mal auf die 4. Nein, auf die 4, Mann. Nee. Hier der Raum. Auch nicht. Muss ich hier weglöschen? Oder ist da eigentlich nur... Ich halte mal drauf, falls ich was übersehe. Nö, ne? Hier ist nichts. Okay, nächste. Das Teil haben wir schon. Den haben wir auch schon. Ah, jetzt geht's weiter. Raum in Raum. Oleg. Da ist wieder so ein Mülleimer. Hier ist nichts Schloss. Ah, da liegt wieder ein Code. Habe ich jetzt was übersehen vielleicht? Lab Access war der Code. Cargo Bay Code. Muss ich daraus was basteln? 1454? Wird es nicht sein, oder? Nee. Aber vierstellig. Kim's Birthday. Steht da irgendwas drauf, was ich wissen muss? Vielleicht kommt aber auch noch ein PDA dafür irgendwo. Kann man die auskennen? Die Betten? Ernsthaft? Enges Bett? Mhm. Ist ja geil. Da hängt noch ein Poster. Kann ihm Steve eins mitnehmen? Thumbnails kann ich ja gar nicht machen. Wir haben jetzt ein Bett. Das nehmen wir noch mit für den Steve. Da liegt wieder ein Wasser. Oh, ist das super, dann kann ich gleich noch eins trinken. Jetzt haben wir gelernt, ohne Wasser auszukommen. Und die geben uns hier Wasser, ne? Das hier? Nee. Das ist das enge Bett. Enges Bett. Aha, nee, das machen wir nicht. Mit der Tasche hatten wir schon mal unseren Spaß. Das ist die Bank, die haben wir. Ja, die haben hier gewohnt. Oh, da ist sie wieder. Da ist sie wieder. Alter, das war bestimmt deine Freundin, oder? Da ist sie wieder. Die haben wir schon mal gesehen in dem einen Frack. Ja, eine hübsche. Ah, integrierte Lichter, Halogen. Okay, also hier habe ich jetzt momentan keinen Code, oder ich wüsste zumindest nicht, wo ich ihn herkriege. Kamen wir hierher? Der Voucher hat sich schon verlaufen. So, hier machen wir auf jeden Fall mal... Das ist wieder nur Deko, ne? Oh, guck mal, aber jetzt sind hier lauter solche. Vielleicht ist das aber immer dasselbe. Vielleicht ist das ja immer dasselbe, Wausch. 6483, probier's. Hm. 1454, aber das haben wir schon probiert. 2211. 1806. Da gibt es keine 0. Das kann es schon mal nicht sein. Na gut, vielleicht habe ich jetzt entweder irgendein PDA übersehen oder die sind auf der anderen Seite. Mülleimer. Ne, dann waren wir hier, waren wir jetzt durch, ne? Hier kamen wir, glaube ich, rein. Da hinten sind die Braun-Anzüge. Genau, dann gehen wir hier rein jetzt. Erstmal links, da blinkt auch schon ein PDA. Hä? Sieht das Zimmer nur gleich aus? Da ist schon wieder so ein Poster. Das ist die Frage, wie viel Poster man so braucht im Leben. Auf jeden Fall dieses noch. Alles klar, das mit dem Bett finde ich ja schon mal richtig stark. Hier geht nichts, ne? Dann haben wir eigentlich alles. Schade, dass man das Bild von ihr nicht mitnehmen kann. Drücke Tab zum Anschauen, dann machen wir das. Oh je. Relationship Contract Legal Recording. Listen, I know I don't have the right to make demands of you, but I need you to understand that I want to change our relationship. Hutchinson, Hutchins und Wilson. Jo, aber einen Code hätte man gebraucht, Hutchin, Wilson. Aber ist okay. Ist okay, wenn jetzt halt da nicht der Code drin war. Boah, hier brennt es aber doll.
Ah ja, da liegt wieder ein PDA. Flammen nicht erneut auf. Hör mal, die haben alle ihre Taschen schon gepackt hier, ne? Die würden gern. Alles klar. Wie sieht's da aus? Ja, da muss man echt sich ein bisschen konzentrieren hier. Da liegt schon wieder eine Batterie. Ich kann doch jetzt nicht im Unverstand das Wasser wegsaufen. Eigentlich schon, warum nicht? Warum nicht? Kann man da rein? Nee. Da hat es noch einen Haufen Wasser. Das sollte man sich merken, falls man mal in die Zwickmühle kommt. Sind die Codes hier drin versteckt? Nee, ne? Das sind einfach nur wieder die Dinger, die ich nie lese. Warum lese ich die eigentlich nie? Okay, okay. Da liegt ja eigentlich auch noch eine Batterie. Oh, Voucher. Da stellen wir halt ein paar Flutstrahler auf oder sowas, dass wir Verwendung finden für die Dinger. Gut, da vorne sind ja noch mehr Zimmer. Aha. Weiß ich jetzt nicht mehr, war ich hier drin? Ja, da war das zweite Bild von ihr, dann geht's hier weiter. Wir gehen erstmal hier rein. Das Bild hängt überall. Ich glaube, die mag jeder. Ich lasse die jetzt liegen. Ich kann die nicht auch noch aufnehmen. Ich weiß nicht, was ich rausschmeißen soll. Hier ist ein Heftle. Ist das wieder ein Poster? Das sieht aber ein bisschen fertiger aus wie die anderen. Nehmen wir mit. Poster nehmen wir immer mit. Ein Gesundheitspack. Naja, vielleicht kommen wir ja nochmal irgendwann her. Ich glaube sowieso nicht, dass ich alles erwisch. Dann liegt noch ein bisschen was da, ne? Boah, jetzt habe ich vergessen. Jetzt habe ich vergessen. Da muss ich doch... Irgendwas hat dort der Ding noch gesagt... Mensch, Sheldon, irgendwas hast du gesagt. Jetzt habe ich es vergessen, wo ich da gucken muss. Jetzt ist der Löscher leer. Jetzt muss ich natürlich mal kurz was gucken, ob das hier zufälligerweise... Nee. Die ist also versperrt und ich glaube nicht, dass die für uns bestimmt war. Jetzt ist die Frage. Habe ich alles? Habe ich alles? Mensch, jetzt weiß ich nicht mehr, was du gesagt hast. Eine Überraschung. Und das Stofftier habe ich irgendwie auch nicht gefunden. Habe ich hier überhaupt alles durchsucht jetzt? Ich weiß es nicht. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, wo ich war und wo nicht. Kann man da rein? Nee, oder? Das ist nur eine Wand. Naja, das sind die Dinger. Haben wir alles? Ist hier noch ein Raum? Wohnräume. Irgendwas denkt mir jetzt, aber ich hab's vergessen. Ich schäme mich. Kleines bisschen. Mist. Sorry. Irgendwas dämmert mir jetzt noch, was ihr gesagt habt, aber... Beschädigtes Kabel. Das kann man doch aber reparieren. Ah, ist das der Schweißer? Bei mir muss man immer aufpassen. Ah, sorry. So. Ah ja. Der repariert das jetzt. Und weiter geht's. Alterle. Alterle, wir sind schon bei 29 Minuten. Ich mache hier mal einen Cut. Wir gehen also noch ein drittes Mal hierher, würde ich sagen. Dass wir es auch wirklich abschließen können. Wir machen noch eine Folge. Bis zum nächsten Mal. Sorry, dass ich so ein bisschen angespannt war jetzt, aber es ist halt ziemlich aufregend, wenn man hier das erste Mal durch ist. Kennt ihr bestimmt noch. Geh mal in die Umkleiden beim nächsten Mal. Bis dann.